So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, du wirst dich wundern. Ich habe mir jetzt gedacht, ach, ich mache jetzt einfach mal ein paar Mal meine Tagesquickies auch auf dem Angel Readings Kanal. Warum denn nicht? Die meisten sind ja sowieso sowohl hier als auch da, von daher spielt es wahrscheinlich gar keine Rolle. Aber jetzt machen wir es mal auf Angel Readings. Ja, der Tagesquickie heute am Montag. Ich hoffe, du bist gut in die Woche hineingestartet und wir wollen mal schauen, was gibt es denn so zum Wochenstart zu sehen heute Morgen, vielleicht auch für den Dienstag, was sind denn da so die Energien? Das wird natürlich spannend. Wer es nicht kennt, wir schauen hier immer mal in verschiedene Rubriken rein, also einmal allgemein, was gibt es denn da so zu sehen? Dann natürlich in der Liebe, dann natürlich, was ist denn gut für dich? Dann natürlich eine Botschaft aus der geistigen Welt. Was hat die denn dazu zu sagen? Und eine Karte aus dem schönen Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Karten-Deck. Das schauen wir uns auch mal an. Dafür muss man mich jetzt nicht sehen. Ich mache mich mal in die Ecke rein. Und wir brauchen auch ein Bild für YouTube, fürs Orakel, fürs Tarot. Ah, okay, da ist es auch schon. So. Ich würde sagen, liegt sogar einigermaßen gerade. Man lernt ja auch dazu. Und wir schauen auf jeden Fall mal, was man da jetzt so Schönes sieht. Wir wollen eine allgemeine Botschaft haben in Bezug auf den Wochenstart. Wir wollen ja alle gut reinstarten. Wir wollen vielleicht auch mal sehen, ja, was umgibt mich denn da so? Und vor was soll ich denn vielleicht so ein bisschen aufpassen? Worauf darf ich mich einstellen? Und deswegen wollen wir schauen, was wir denn da Schönes kriegen. So, okay, wir schauen die Hauptenergie an. Wenn du das noch nicht kennst, dann nehme ich dich jetzt mit. Wir schauen die Hauptenergie für den, ja, natürlich ist ja logisch, die Lilien, die sind eigentlich immer am Start. Zum Wochenstart geht es natürlich ums innere Gleichgewicht. Na, da schaust du mal, dass du schön entspannt bist, dass du gut durch den Montag kommst, dass du in den Dienstag reinkommst und sagst, ja, ich bin bei mir, mir geht's gut, ich gehe meinen Weg. Was mich im Draußen und im Drumherum nervt, das lasse ich gar nicht an mich heran. Na? Gibt dir im Draußen immer Menschen, Dinge, Themen, die nervig sind. Grandige Kollegen, ja, Leute um dich herum, wo du dir denkst, mein Gott, entspann dich doch einfach mal. Aber immer schauen, dass du deinen Kreis um dich herum ziehst, dass du sauber und rein bist von deiner Energie her. Und hinter diesem Kreis geschehen Dinge im Draußen, die kannst du nicht beeinflussen. Du kannst den grandigen Kollegen nicht beeinflussen, sollst du auch gar nicht. Der hat das Problem, du nicht. Ja, und dieses Bewusstsein, das nehmen wir jetzt mal mit in den Wochenstart hinein, dass Dinge und Menschen im Draußen machen und tun können, was sie wollen, aber man lässt es nicht so nah an sich heran. Also das innere Gleichgewicht ist das Thema und da sehe ich auch schon einen Richtungswechsel mit, ja, dem Kompass. Kompass, ein Richtungswechsel, vielleicht hast du in letzter Zeit etwas zu nah an dich herangelassen, ein Thema im Draußen, das dich beschäftigt, das dir Sorgen macht, das dir Kopfkino bereitet. Ich sehe es hier mit dem Gift. Das Gift ist eine ungesunde, toxische Lebenssituation. Da bringt man sich oftmals auch selber rein, wenn man sich zu viel mit anderen Dingen und Themen beschäftigt, vielleicht auch mit Dingen, die man gar nicht ändern kann. Man kennt es ja, jeder lässt mal was an sich ran, wo man sich irgendwann denkt, ja Moment mal, ich habe ja gar kein Problem, das ist ja dem seins oder das ist ja überhaupt gar nicht mal mein Problem. Brauche ich mich nicht darum kümmern, damit beschäftigen, mit dem Park. Ja, das ist das draußen. Tatsächlich ist das Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen, soziales Umfeld, also alles, was hinter deiner Haustür mit Menschen zu tun hat. Geht es darum, am Wochenstart vielleicht mal die Richtung zu wechseln und zu sagen, okay, mir geht es ja eigentlich ganz gut. Na? Ich lasse mich nicht von Menschen, Themen, Dingen oder Launen beeinflussen, die um mich herum geschehen, weil mir mein inneres Gleichgewicht sehr, sehr wichtig ist. Ich verbrenne sinnlos Energie, das hört jetzt auf. Ich schaue mal, dass ich schön bei mir bleibe und mit einem Lächeln in mir drin durch den Tag gehe. Also schöne Energie und daher wollen wir natürlich jetzt auch mal schauen, was ist denn da so in der Liebe los? Die Liebe, Liebe, wir gucken mal rein, was es da Schönes zu sehen gibt. Also, wir gucken. Ist ja auch immer mal wichtig, was macht das Herzblatt?
am Wochenstart? Hat er noch einen Kater? Hat er so gut wie keinen Elan? Oder ist er am Fasching unterwegs und liegt jetzt da und schläft seinen Rausch aus? Und in der Liebe geht's um die Liebe. Wie schön, wunderbar. So soll es auch sein. Also großes Thema tatsächlich die Liebe. Am Wochenstart, das kann natürlich auch die Selbstliebe sein, weil Selbstliebe hat auch damit zu tun, dass man Dinge im Draußen nicht so sehr an sich ranlässt. Ne? Du bist ein toller Mensch, du bist bei dir, du bist ein starker Mensch, du hast schon ganz viel erlebt, ganz viel geschafft, ganz viel gemacht, du kannst stolz auf dich sein, du kannst ja auch mal was am Allerwertesten vorbeigehen lassen. Und in der Liebe, ja, da liegt auch schon der Wunschpartner. Ich glaube, ich habe so den Eindruck, dein Herzblatt fängt mal an, auf seine innere Stimme zu hören, auf seine Intuition. Männer können das jetzt nicht so toll, aber machen es ab und zu tatsächlich trotzdem. Und das wird ihn, glaube ich, in den Erfolg bringen. Der Schlüssel, der Erfolg, das ist eine Lösung. Vielleicht gab es bei euch irgendwie Schwierigkeiten, wo du sagst, ja, da bräuchten wir mal eine Lösung, dass da was vorwärts geht bei euch. Also ich habe so das Gefühl, in der Liebe erkennt dein Wunschpartner schon, wenn ich mal in mich hineinschaue, dann weiß ich, dass der Erfolg eigentlich bei dir und bei ihm da sein könnte. Also das ist eine schöne Energie. Das lassen wir jetzt auch so liegen. Also Antennen ausfahren, mal schauen, was macht denn das Herzblatt eigentlich so jetzt gerade, wenn kein oder wenig Kontakt ist. Vielleicht auch mal auf ihn zugehen und sagen, Mensch, ja, wie schaut's denn aus? Kommst du endlich mal aus dir heraus? Das wäre ja mal eine Sache, dass da was vorwärts geht. Ne? Also Energien dafür sind gut. Aber was auch gut ist, dass wir hier natürlich auch immer mal schauen, was ist denn ganz besonders für dich richtig und wichtig jetzt am Wochenstart. Dafür wollen wir natürlich auch mal die Energien abfragen. Hier, okay, mit dem Turm. Passt sehr gut zur Hauptenergie. Der Turm, das ist der Rückzug. Und das heißt, auch du darfst dich ja mal zurückziehen. Du darfst dich zurückziehen von Gedanken an Dinge im Draußen, die du nicht ändern kannst, von irgendeinem Gedankenkarussell über Dinge, die es vielleicht gar nicht gibt. Dann, das ist hier, glaube ich, auch dein eigener Rückzug, dass du sagst, ich habe jetzt vielleicht mir genug Gedanken über Dinge gemacht, die ich nicht lösen kann, die es vielleicht gar nicht gibt, über den nervigen Kumpel, Familie, bucklige Verwandtschaft, Kollegen, was auch immer da um dich herum ist, weil für dich ist wichtig zum Wochenstart, dass die Dinge im Fluss sind, dann kommt die positive Veränderung in dir schon und der Baum, ja, das ist die Karte des Lebens. Also es geht um dein Leben quasi jetzt zum Wochenstart, ja, dass du schaust, sind für mich ganz persönlich die Dinge im Fluss, geht es mir gut? Denke ich vielleicht über Dinge nach, die es gar nicht gibt? Oder beschäftige ich mich mit Themen, die gar nicht meine sind, abstellen, sondern auf dich schauen. Das innere Gleichgewicht ist wichtig. Dein Rückzug von Themen, die du eh jetzt gerade nicht lösen kannst. Dann kommt hier eine positive Veränderung. Und dann haben wir hier mit dem Baum natürlich auch Bindung, Wachstum, Karte des Lebens und natürlich auch die Gesundheit. Die mentale Gesundheit ist mindestens genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Na? Man schaut immer, oh, ich habe Halsweh, Kopfweh, Husten, Schnupfen, geh zum Arzt. Aber wenn ich mental nicht auf der Höhe bin, na, dann schleppst du das dauernd mit dir herum und schaust es nicht an. Das finde ich sowieso immer ein bisschen komisch. Aber gut, dein Weg ist klar zum Wochenstart. Ja, fische natürlich auch Gefühle. Geld, positive Veränderung im Geld vielleicht sogar, aber ich habe so das Gefühl aus den Karten, da geht es darum, dass du schauen darfst, dass für dich die Dinge im Fluss sind, jetzt im Hier und Jetzt zu sein. So, was sagt die geistige Welt? Hier haben wir einen Berg. Das sind Schwierigkeiten, Hürden und Blockaden. Also auch hier die Botschaft der geistigen Welt. Du darfst jetzt zum Wochenende natürlich auch mal schauen, hä, wo habe ich Blockaden im Draußen? Wo habe ich Schwierigkeiten? Mit wem? Warum? Muss ich mich damit überhaupt beschäftigen? Tut mir das gut, wenn ich mich damit beschäftige? All diese Dinge darfst du tatsächlich zum Wochenstart anschauen. Und wir haben schon wieder hier die Störche.
Das ist die Leichtigkeit, das ist die positive Veränderung. Die Würfel, eine Entscheidung steht noch aus und es ist deine Entscheidung. Also du entscheidest, wie es dir geht, indem du sagst, da ziehe ich mich zurück, das lasse ich nicht an mich ran. Mir ist mein inneres Gleichgewicht sehr wichtig. Die Störche, wieder die positive Veränderung. Ja, und der Bär ist auch gerne mal der Chef. Vielleicht auch eine positive Veränderung mit dem Chef, wenn du einfach sagst, ich ziehe mich von Dingen zurück, die mich nerven. Vielleicht hast du ja einen Vorgesetzten, einen Kollegen, einen Chef, aber der Bär natürlich auch Kraft und Stärke. Die Kraft und die Stärke für dich in dir, ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn du keine Kraft hast, wenn du keine Körner mehr übrig hast, weil du dich so viel mit anderen Dingen beschäftigt hast, dass du schon halb ausgebrannt bist, dann bringt das niemandem was. Dir nicht und auch nicht denen, die du liebst, weil dann bist du einfach nur leer. So, und dann schauen wir mal, was die Eule des Tages sagt. Niemand tanzt wie du, keiner lacht wie du und kein anderer fühlt wie du. Du bist einzigartig. So, und jetzt frage ich dich natürlich mal, was wichtig ist, nachdem ich meine russische Lesebrille abgenommen habe. Wenn du gerade ein Thema mit dir herumschleifst, mit dem Wunschpartner, mit Menschen, die dich nerven, mit Themen, die dich nerven, die du an dir dran hast. Wann hast du denn das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht? Na, wann hast du das letzte Mal so richtig schön Freude empfunden, Leichtigkeit empfunden, mal Quatsch gemacht im Leben? Ja, da wollen wir ja hin. Und wenn du jetzt nicht weißt, wann das war, ist es höchste Zeit, diese Energien, die wir hier liegen haben, mal mitzunehmen. Ja, mal mitzunehmen in den Wochenstart und zu sagen, du nervst, bleib weg von mir, ich beschäftige mich damit nicht mehr, das bringt mich nicht weiter. Ich schaue jetzt mal auf mich, mein Kreis ist sauber und rein und da darf auch niemand wohnen als ich allein. Und mit diesem schönen Reim würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann ja auf diesem Kanal beim nächsten Video. Ciao!